Heute wollen wir uns ausführlich um unsere kleine neue Freundin SP Diltonite kümmern. Sie ist zurzeit in jedem Extra-Deck zu finden. Es gibt schon einige YouTube-Videos zu SP Diltonite auf YouTube und Ruling Question. Ich habe extra Fragen genommen oder Sachen erklärt, die es so noch nicht gab in den anderen Videos. Also ich wünsche jetzt ganz viel Spaß. Los geht's mit dem Video und lass uns mal starten mit SP Diltonite Ruling Questions. Kommen wir zu folgender Situation. Der Fenrir möchte sich gerne einmal aktivieren, um eine Karte zu suchen. Wir chainen darauf unsere SP Diltonite und würden einmal unsere SP Diltonite banishen, genauso wie den gegnerischen Fenrir, der auch einmal gebanished werden würde. Jetzt ist es so, dass der Effekt natürlich trotzdem durchkommt zum Suchen. Das heißt, der Fenrir darf sich einmal was suchen, sucht sich jetzt ein Kashtira Unicorn und wir würden in dem Fall nochmal einen Troll aktivieren, damit wir den Gegner auch noch ein bisschen interruption können. Der wichtige Part ist jetzt allerdings, dass der Gegner sagt, okay, ich gehe dann doch in die Endphase, ich kann ja irgendwie nicht so wirklich was machen. Die große Frage, die jetzt kommt, dürfen wir entscheiden, wo der Fenrir hinbeschworen wird oder darf es der Gegner entscheiden? Schreib mir mal deine Vermutung unten in die Kommentare. Ich löse auf in 3, 2, 1. Wir dürfen das entscheiden. Tatsächlich, weil auf der Little Knight draufsteht, wir können zwei Monster wählen und diese banishen. Da steht nicht drauf, das muss eins vom Gegner sein. Das kann ja auch ein eigenes Monster sein. Und wenn wir zwei eigene Monster banishen, also inklusive die Little Knight, dann dürfen wir ja auch entscheiden, wo das Monster dann hinkommt. Und in dem Fall ist es so, wir entscheiden, dass diese beiden Monster gebanished werden. Das bedeutet, wenn die beiden Monster auch wiederkommen, dürfen wir entscheiden, wohin die platziert werden. In dem Fall sagen wir einfach mal, dass es nach ganz rechts beschworen werden soll. Das kann auf jeden Fall hilfreich sein und für den ein oder anderen Play auch durchaus mal sehr relevant werden. Kommen wir zur nächsten Situation und zwar, wir befinden uns in der gegnerischen Standby-Phase. Wir möchten einmal unseren Shangri-La aktivieren, das ist auch in Ordnung und wir beschwören aus unserem Deck einen Fenrir. Der Gegner macht dann ganz normal erstmal weiter mit Main Phase 1 und möchte gern Feedback aktivieren. Das ist auch okay. Und der Gegner sucht sich einen Unicorn. Nach dem Add aktivieren wir einen Dordan Lovebird. Da sagt der Gegner, ja, das ist in Ordnung. Und aktiviert anschließend ein Talents zum Übernehmen und Target die IP Mascarena. Wir sagen, okay, wir chainen die IP Mascarena an, beschwören eine SP Little Knight. Jetzt ist es ja so, dass bevor die SP Little Knight aufgelöst werden kann, sich erstmal das alles auflösen muss. In dem Fall ist IP Mascarena Chainlink 2, Talent Chainlink 1. Das bedeutet, jetzt würde sich erstmal aufsammeln, das Talents auflösen und die SP Little Knight tatsächlich einmal rübergeben. Jetzt ist die Frage, wer darf eigentlich die SP Little Knight aktivieren? Dürfen wir sie aktivieren, weil wir sie ja auch quasi beschworen haben mit unseren Monstern? Oder aber darf der Gegner sie aktivieren, weil zum Zeitpunkt der theoretischen Jetzt-Aktivierung das Monster auf der gegnerischen Seite befindet? Schreib mir mal gerne mal deine Meinung oder deine Schätzung unten in die Kommentare. Ich löse auf in 3, 2, 1. In dem Fall ist es so, dass der Gegner die SP Little Knight tatsächlich aktivieren darf, weil der Gegner in dem Moment das Monster kontrolliert. Obwohl wir die SP Little Knight beschworen haben, ist es ja nicht mehr in dem Moment unser Monster und ist es nicht mehr auf unserer Spielfeldseite, sondern die SP Little Knight liegt hier beim Gegner. Das bedeutet, die SP Little Knight darf sich aktivieren. Wir dürfen auch hier banishen oder der Gegner darf banishen und darf in dem Fall unser Monster einmal entfernen. Folgende Situation. Wir befinden uns in der Endphase und der Gegner kontrolliert aktuell ein Kashtira Riseheart, also ein Kriegermonster. Eigentlich ist es vollkommen egal. Es geht hier nur darum, dass er ein Kriegermonster kontrolliert. Er könnte auch irgendein anderes Kriegermonster kontrollieren. Es geht jetzt hier darum, dass der Gegner ein Kriegermonster kontrolliert. Also, er
hat ein Kriegermonster und möchte in seiner Endphase seine Lilith wieder beschwören. Und wir würden in der Endphase, da gibt es ja auch ein Open Game Step, bevor er dann quasi von der Mainphase in die Endphase geht, würden wir dann einen Tinkerbew aktivieren. Also ein There Can Only Be One. Die Frage ist natürlich, wir bekommen natürlich ganz ordnungsgemäß unseren Kastrierer Fenrir wieder. Aber die Frage ist, darf der Gegner seine SP Little Knight jetzt auf seine Spielfeldseite beschwören oder nicht? Weil er kontrolliert ja bereits ein Kriegermonster. Schreib mir mal deine Vermutung unten in die Kommentare und ich löse gleich auf. 3, 2, 1. Die Auflösung ist relativ einfach. Ja, der Gegner darf die SP Little Knight durch ihren eigenen Effekt tatsächlich beschwören. Das ist vollkommen okay. Danach greift aber der Only Can Be One. Das bedeutet, dass der Gegner sich jetzt an der Stelle einfach entscheiden muss, welche von beiden Kriegermonstern er gerne behalten möchte. Der Gegner entscheidet sich jetzt einfach mal, die SP Little Knight zu behalten. Das bedeutet, dass andere Kriegermonster, in dem Fall jetzt als Beispiel Kastrierer Rysard, würde das Spielfeld verlassen. So einfach ist das. Eine Situation habe ich noch für dich. Und zwar, unsere SP Little Knight würde jetzt in der Endphase nochmal wiederkommen. Der Gegner darf seinen Fenrir jetzt beispielsweise wieder beschwören. Und jetzt ist die Frage, darf der Gegner aufsammeln nochmal seinen Zeus aktivieren? Darf er das oder darf er das nicht? Ja, das darf er. Warum? Weil bevor wir uns tatsächlich hier in Endphase begeben, also der Spielerwechsel folgt sozusagen, der Game Step sich ändert, gibt es eine Phase, die nennt sich Open Game Step. Und in diesem Open Game Step darf der Gegner natürlich noch Sachen aktivieren, bevor es dann ganz zu Ende ist sozusagen mit seiner Phase. Beide Spieler müssen sich nämlich am Ende der Phase darauf einigen, ja, jetzt ist die Phase vorbei und ich möchte nichts mehr machen. Also der Gegner ist in seiner Endphase drin und möchte jetzt quasi die Little Knight outen, würde jetzt den Zeus am aktivieren, würde die beiden Sachen detachen und in dem Fall wäre das tatsächlich okay, dass die ganzen Sachen hier einmal sterben. Das funktioniert. Oder der Gegner geht dann in seine komplette Endphase und ich kann meinen Zug neu starten. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Hast du was gelernt? Wusstest du alles schon? Oder war irgendwas neu? Und wenn du auch mal eine Frage hast zum Thema Ruling, schreib mir die gern unten in die Kommentare und beantworte sie in den Kommentaren. Oder aber mach eine ganze Videoreihe auch aus deiner Frage. Also von daher würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein Tim, mach's gut. Ciao, ciao.